Hallo Freunde und herzlich willkommen zur sechsten Folge mit AirPods Sim hier auf meinem Kanal. Heute geht's ums Tanken, wahrscheinlich eine der interessantesten Funktionen in dem Spiel oder eine der der komplexesten Funktionen. Aber wir gucken uns das Ganze an, heute bei der 737 und bei der A320. Und je nachdem, was dort nachher dasselbe sein wird, werden wir das nachher auch wieder dann ein bisschen abkürzen an der A320 dann wieder. Und dann sollte es morgen in der siebten Folge mit dem Pushback losgehen und dann vielleicht sogar schon ins freie Spiel, wovon ich eigentlich fest ausgehe. So, hallo, in diesem Tutorial lernst du, wie man eine 737 Max betankt. Das Betanken eines Flugzeuges ist eine der gefährlichsten Aufgaben auf dem Vorfeld eines Flugzeuges. In diesem Fall haben wir ein komplettes Tankfahrzeug, also mit eigenem Tank mit dabei. Die Gefahr von Bränden, Verschüttungen und anderen Risiken ist groß, deshalb musst du viele Sicherheitsregeln beachten, aber keine Sorge, ich werde dir alles erklären. So. Das klingt doch alles schon mal sehr aufregend. Am Gate steht ein Flugzeug, das in Kürze abfliegen soll. Deine Aufgabe ist es, die richtige Menge Treibstoff zu tanken und sicherzustellen, dass die Tanks richtig ausbalanciert sind. Ach, das müssen wir auch noch machen. Okay, steig in den Tankwagen und fahr in die Nähe des markierten Flugzeuges. Ja, dann lass mich doch auch einsteigen hier. Mach an. Kiste. Denk daran, dass du beim Tanken auf keinen Fall den Motor des Tankwagens abstellen darfst. Das hat einen wichtigen Grund. Im Fall eines Brandes musst du den Tankwagen schnell vom Flugzeug und vom Terminal wegfahren, um eine mögliche Katastrophe zu verhindern. Okay. Jetzt ist die Kiste noch an, oder? Man hört aber auch nichts, ne? Hallo? Was ist mit dem Fahrzeug los? Auch sehr leise. So, jetzt natürlich die Frage. Theoretisch parke ich das Fahrzeug ja so, dass ich nach vorne aus Vorfeld wegfahren kann. Für den Fall, dass irgendwas passiert. Kann ich eigentlich Rundumfunzeln anmachen? Ich mach mal hier F11. Eintreten, austreten. Warte, vorhin war das auf der Taste K, glaube ich, ne? Naja. Okay, wir fahren mal ran hier. So. Da sollten wir drinnen stehen. Okay, spring aus dem Führerraum und öffne den Treibstofftank des Flugzeugs. Aber warum ist da jetzt kein Sound von dem? Ich höre ja gar nichts. Makaber, makaber. Ah, der restliche Sound geht. Das ist nur jetzt irgendwie hier von dem Tankfahrzeug. Naja, okay, alles klar. Wir konzentrieren uns trotzdem erstmal drauf, den Tank hier zu öffnen. Wo ist er denn? Genau. Wo mache ich den jetzt auf? War das nicht irgendwie am Flügel normalerweise? Öffne die Türen zum Treibstoffraum des Tankwagens. Ach so, erstmal das Ding hier aufmachen. Sagt das doch. Das ist auf der anderen Seite. Okay, wir hätten doch andersrum parken sollen. So, jetzt musst du dich und das Flugzeug vor möglichen Funken schützen, indem du das Erdungskabel anschließt. Nimm das Erdungskabel auf der linken Seite des Containers. So, zum Hinterrad des Flugzeuges und folge den Anweisungen auf dem Bildschirm. Ja, Erden ist natürlich immer ganz wichtig beim Tanken. So, dann sind wir geerdet. Öffne dann die Klappe an der Tragfläche des Treibstoffschlauchs, um den Treibstoffschlauch vorzubereiten. Oh, jetzt habe ich den Saft getrunken, habe irgendwie Kratzen im Hals. So, da ist die Fueling Station für das Flugzeug. So, nähere dich dem Tankwagen, schnapp dir den Treibstoffschlauch. So, wo ist er denn? Da ist er. Aber warum wir jetzt keinen Sound haben, das ist ja auch dämlich. So, einmal verbinden. So, prüfe, wie viel Treibstoff getankt werden muss. Mit der Tabulator-Taste, da können wir das denn sehen. 12 Tonnen. So, wähle das Flugzeug aus, das du betanken willst. 12 Tonnen sollen getankt werden. Das Betankungspanel des Flugzeuges ist jetzt hier unsere Baustelle. Okay. Ich glaube, so rum ist richtig, oder? Okay.
Öffne das Betankungspanel des Flugzeugs. Ist das, muss ich da jetzt draufklicken oder was? Ah ja, okay, alles klar. So, okay, jetzt erkläre ich dir, wie du das Treibstoffpanel bedienst. Das Panel ist in drei Spalten und drei Zeilen unterteilt, wobei jeder dem entsprechenden Treibstofftank zugeordnet ist. Die Tanks 1 und 2 sind die Flügeltanks und der Mitteltank befindet sich, wie der Name schon sagt, in der Mitte des Flugzeuges. Also Tank 1 und Tank 2 und Center. Und wir wollen ja gleichmäßig den Sprit verteilen, ne? So. In der ersten Reihe findest du die Glühbirnen, die aufleuchten, wenn die Ventile geöffnet werden. So, auf der zweiten Zeile befindet sich die Ventilschalter, die auf offen und geschlossen gestellt werden können. In der dritten Zeile sehen wir dann den Fuelstand. Ne? Die dritte Zeile nennt die Mengenwahlrad für die Treibstoffmenge, die Anzeige des aktuellen Treibstoffstandes und den Zieltreibstoffstand in Kilo. Okay. Weiter. Du musst die auf dem Tablet angezeigte Treibstoffmenge auf die drei Tanks des Flugzeuges verteilen. Die Treibstofftanks des Flugzeuges befinden sich in den Flügeln und ein mittlerer Tank befindet sich zwischen den Flügeln. Zuerst betankst du die Flügeltanks, dann füllst du die restliche Treibstoffmenge in den mittleren Tank. Du musst berechnen, wie der Treibstofftank auf die Tanks verteilt werden soll. Jeder Flügeltank fasst 3,9 Tonnen Treibstoff und der mittlere Tank 13,1 Tonne. Lege die rechte Seite des Schalters um, um die Treibstoffmenge auszuwählen. Lege die linke Seite des Schalters um, anzuhalten. Okay. Und das müssen wir jetzt einfach nur gleichmäßig verteilen. Dann würde ich jetzt hier einfach voll machen. Den Tank 2 würde ich auch voll machen. Und in den Rest packe ich in die Mitte. Ich hoffe doch, dass das so richtig ist. 3,6 hat er gesagt, geht er rein, ne? Müssen wir natürlich jetzt ein bisschen rechnen. Ja, wieso kann ich den jetzt noch weiter... Ah, 3,9 gehen rein, okay. Also zumachen, dann hier dasselbe, 3,9, dann sind wir bei 7,8 Tonnen, zusammen, ah, dass kein Ton vom Spiel jetzt gerade da ist, das irritiert mich tierisch, weiß auch nicht, ob das vom Spiel kommt oder nicht, und dann packen wir den Rest in die Mitte, müssen wir würde ich ausrechnen, wie viel brauchen wir denn da? Jetzt haben wir 7,8 haben wir drin, dann brauchen wir 4,2. Ah, 4,2. Ey, ich wollte noch gar nicht rausgehen. Ein. Ah, jetzt haben wir ein bisschen zu viel. Ja. So, jetzt haben wir es doch. So, dann machen wir den auch auf. Ah, nee, gar nicht. Wir sollen ja unterschiedlich tanken. Du musst dir keine Sorgen machen, dass du zu viel eintankst. Okay. Ja, ich will das auch ziehen. Hallo? Ah, okay. Sobald der Computer den Durchfluss blockiert, musst du das Ventil manuell sichern, indem du den Schalter auf die Position Close stellst. Öffne dann das Ventil des mittleren Tanks, um ihn aufzutanken. Wenn du fertig bist, mach dasselbe wie bei den anderen Tanks und stelle den Schalter auf die geschlossene Position. So, woran sehe ich denn jetzt, wenn der voll ist? Sehe ich das hier auch dran? Irgendwie? Nee, ne? Das hier jetzt wirklich nichts zu hören ist, das ist total irritierend. Ich hoffe, das ist gleich bei der A320 nochmal ein bisschen anders. Wir können hier mal auf das Panel gehen, dann sehen wir ja, wie viel da reingetankt wird. Dauert natürlich seine Zeit, bis so... Das sind jetzt 12 Tonnen Sprit, das ist schon viel. Ich hoffe, ich habe das jetzt richtig gemacht. Also ich hätte natürlich jetzt auch 2000 und den Rest in die Mitte tanken können. Wäre wahrscheinlich egal gewesen. Ich dachte immer, das wird an den Fahrzeugen eingestellt und nicht an den Flugzeugen. Interessant, interessant. So, jetzt sind die beiden voll. Dann machen wir den zu und machen den auf. Und dann wird der auch getankt. Sehr gut. Also scheint zu funktionieren.
Und ich habe sogar die richtige Menge ausgerechnet. Da wird sich natürlich jetzt so ein Wirtschaftsteil ganz gut tun, dass man auch Geld dafür bekommt. Dann entsprechend so neue Fahrzeuge und so kaufen könnte, um gleichzeitig mehr Flugzeuge abzufertigen. Aber weiß, was da noch kommt. Lassen wir erstmal volllaufen, die Kiste. Aus dem Panel mal raus. Wir sehen es ja, wenn es voll ist. Was, das ist jetzt eine 737, ne? Ja, genau. Die hat ein bisschen spitzere Nase doch tatsächlich, ne? Oder bilde ich mir das ein? Aber an den Triebwerken erkennt man es ja auch, ne? Okay, lassen wir ihn voll laufen. Also Kleinflugzeuge wären natürlich auch cool, ne? Was ich schon an Millionen von Tonnen an Jet A1 durch die Gegend gefahren habe, bei der Eisenbahn, gar nicht mehr so genau wissen. Aber was sehen wir hier eigentlich so alles? Hydraulik, Air Pressure, Pump Section, Pump Pressure. Aber sehen wir hier auch einen Füllstand, wie viele Tonnen wir überhaupt in dem Fahrzeug noch drin haben. Aber interessant wäre es ja auch, wenn wir das Fahrzeug auch danach wieder auftanken müssten, wenn wir ein Flugzeug betankt haben. Dasselbe machen wir mit der A320. Da sieht das ein bisschen komplizierter aus auf dem Bild. Normalerweise wird ja auch immer noch so ein Test gemacht, ob in dem Kerosin Wasser drin ist. Das ist für einen Flugzeugmotor nicht unbedingt so gut oder für ein Triebwerk. Wenn mir jetzt hier einer wieder die Begrifflichkeiten um die Ohren kloppt. Ja, ich bin ein bisschen enttäuscht jetzt gerade wegen dem Sound hier. Vielleicht ist es auch nur ein Bug, ich weiß es nicht. Werden wir gleich herausfinden, wenn es im A320 funktioniert, dann wissen wir, dass es jetzt mal ein Fehler vom Spiel war. Kann passieren. Jetzt weiß ich aber auch, wie man Flugzeuge betankt. Jetzt wollen wir hier eigentlich das Ventil nur zumachen, zurückbauen das Ganze, das Ventil am Flieger natürlich noch zumachen, damit das dann auch geschlossen ist. Und dann ist das Ding auch gleich voll. Bumm. Da machen wir zu. Da ist er jetzt ganz zu, oder? Sollte ganz zu sein. Gut. So, dann gehen wir da nochmal ins Panel. Ja, komm her. Ja, alle Treibstofftanks müssen geschlossen sein. Also ist unser Treibstofftank hier noch nicht so richtig geschlossen. Also rein logisch betrachtet, finde ich zumindest, stehe ich mit meinem Tankfahrzeug hier richtig rum, weil wir im Idealfall vom Gebäude wegfahren wollen, wenn es hier zu einem Brand kommen sollte oder sowas. Ähnlichem. Ja, ich will es ja gerne schließen. Jetzt ist das Ventil vom Flugzeug aber noch offen, ne? Ob das so sein soll, weiß ich nicht. Legen wir hier erstmal den Tankschlauch wieder ab. Dann probieren wir es vielleicht nochmal. Guck mal, guck mal, jetzt ging's doch. So, jetzt ist das zu. Wenn wir den da schließen, nehmen wir das Erdungskabel noch mit. Dann haben wir alles erledigt. So, Spülkasten abklemmen und alle Klappen schließen. So, die Erdung kommt da unten rein. Machen wir die Klappe zu. Affe tot. So, benutze das Kommunikationspanel, um zu bestätigen, dass du die Aufgabe abgeschlossen hast. Öffne es, indem du die Schaltfläche 1 drückst. Nachdem du es geöffnet hast, wähle den Tab Flugzeugbesatzung, dann Treibstoff, schließe, Betankung, bestätigen. So, das wird dann ja dieses hier sein. So, super, du kannst jetzt die 737 Max Flugzeug betanken. Diese Aufgabe kannst du während der Arbeit allein erledigen. Denk nur daran, deinen Tankwagen nach dem Betanken an einen sicheren Ort zu bringen. Bis zum nächsten Mal. Okay, dann geht das Ganze jetzt nochmal mit der A320. Und dann habt ihr die Tutorials auch endlich geschafft. Und jetzt ist hier irgendwas kaputt gegangen. Nee, doch nicht. Irgendwas war jetzt. Hallo? Ah, doch, ist doch was kaputt gegangen. Das macht nichts. Dann starte ich das Spiel eben mal schnell neu. Das braucht ja vom Laden her nicht so lange. Jetzt ist doch die Engine vielleicht abgestürzt oder so.
Naja, in der Zeit benenne ich gerade mal die Folgen von vorhin nochmal schnell um. Habt ihr natürlich einen schwarzen Bildschirm, aber Sound habt ihr da genauso wenig, Leute. Aber jetzt seht ihr auch nochmal das Intro. Hätte ich in der ersten Folge vielleicht auch mal einspielen lassen können. Oh, es geht nichts wie mein Glas Zitronensaft, wenn man erkältet ist. Leute. Sag euch, da ist keine Rückmeldung vom Spiel jetzt. Was soll denn das jetzt? Mach mich jetzt nicht fertig. Ja, sowas während der Aufnahme ist immer doof, aber ich werde jetzt unter Garantie nicht noch ein zweites Mal die Aufnahme hier starten. Da habt ihr bestimmt kurz die Geduld für. Da bin ich mir fast sicher. Vielleicht lag es auch daran, dass der Sound nicht funktioniert hat. So, jetzt geht's an die A320 mit dem Tanken. So, auf geht's. Jetzt können wir nochmal einen Nasenvergleich machen. In diesem Tutorial lernst du, wie man einen A320 Neo betankt. Das Betanken eines Flugzeuges ist eine gefährlichsten Aufgaben, blablabla, blablabla, das kennen wir schon. So, da ist er. Und die Nase ist wirklich ein bisschen runder, ne? So, lass mich rein da. Ah, guck mal, jetzt haben wir auch Ingame-Sound. Hört ihr das? Aha, jetzt könnte ich natürlich nochmal von. Ne, ich fange nicht nochmal von vorne an, Leute. So, diesmal tanken wir mit dem Truck zur Mitte hin, damit wir dann die Laufwege ein bisschen abkürzen. Ja, lass mich doch einsteigen, meine Güte. Weit sind wir doch noch gar nicht. So. Ah, jetzt hört man alles. Wunderbar. Auch sehr ungewohnt, dass man den langen Radstand von dem Zugfahrzeug durch dieses Tankmittelteil, was man da auch noch hat. So, einmal aufmachen. Die Erdung. So, und das schließen wir auch am Hinterrad an. Jawohl, das habe ich mir gedacht, dass das gleich ist. Weil wo das Flugzeug geerdet wird, ist ja eigentlich egal. So, hier. Ach, guck mal, hier haben wir gar nichts. Da wird nur angeschlossen, okay. Machen wir. Bin ich mal gespannt, wo das Steuerungspanel ist. So, Tabulator-Taste, machen wir dasselbe wie vorhin. Da sollen jetzt 13.700 rein. Ja, das ist klar. Geh dann zum Betankungspanel des Flugzeuges. Ja, das wird ich. Wo ist das? Wo ist das? Wo ist das? Das ist hier hinten versteckt. Ah, okay. So, und das sieht ja schon mal ein bisschen anders aus, ne? So, nehmen wir uns einen Moment Zeit und schauen uns das an. Also Left, Right, Central brauchen wir, glaube ich, nicht erklären. So, auf den drei Bildschirmen wird die Treibstoffmenge angezeigt, die sich in jedem Tank befindet. Darunter befinden sich drei Anzeigen, die angeben, ob das Ventil zum Tank geöffnet ist. Kennen wir. Okay. Da machen wir die Ventile auf. So, mit diesem Schalter lässt sich wählen, ob die Tanks betankt oder entleert werden. Mit diesem Schalter kannst du zwei Tests durchführen. Der HILVL-Test überprüft den der High-Level-Treibstofflampen. LTS prüft die ordnungsgemäße Funktion aller Treibstofflevel-Sensoren und Bildschirmen. Alles ein bisschen moderner hier anscheinend. Mit diesem Schalter werden die Batterien eingeschaltet, die zum Starten der Treibstoffpanelsysteme benötigt werden. Auf der linken Seite ist ein Bildschirm, der dich über die Menge an Treibstoff informiert, die du zum Betanken ausgewählt hast. Darunter befindet sich ein Schalter, mit dem du den endgültigen Treibstoffwert einstellen kannst. Auf der rechten Seite wird die Gesamtmenge an Treibstoff aus allen Tanks angezeigt.
Oh ja, das ist ja wirklich komplizierter. Die Endlampe informiert dich, wenn der Tankvorgang abgeschlossen wurde. So, die Betankung selbst. Du musst auf dem Tablet markierte Menge Treibstoff auf die drei Tanks des Flugzeuges verteilen. Anders als bei der 737 verteilt der Computer beim A320 den Treibstoff automatisch auf die Tanks. Also, oh, das ist natürlich eine praktische Funktion. Deine Aufgabe ist es, die passende Menge an Treibstoff mit dem Schalter Vorauswahl auszuwählen. Klicke auf der rechten Seite des Schalters, um die gewünschte Treibstoffmenge einzustellen. Um zu stoppen, klicke auf die linke Seite des Schalters. So, wenn du aus Versehen zu viel Treibstoff eingestellt hast, kannst du die Menge verringern, indem du die Schalter in die Deckposition stellst. So, jetzt werden wir... Schalte die Batterie ein, indem du sie auf 1 stellst. So, das ist dieses hier, ne? Battery Power. So, zack, bumm. So, links und rechts sind jeweils schon mal 1000 Liter drin, also eine Tonne. Wir reden ja hier immer von Gewicht. Was sollen wir jetzt machen als nächstes? Ne, warte, in die Richtung sollen wir, ne? So, also 11,7 müssen wir reintanken. Bei 2000 haben wir schon drin, 13,7 minus 2. Sind wir bei 11,7, die wir reintanken müssen. So, 11,7. So, Lampen gehen. Auch. Achso, wir sollten erstmal einen Test machen. Okay, alles klar. Haben wir gemacht. So, die Ventile öffnen, ne? Hä? Wie funktioniert das jetzt? Ach, das ist, weil das ja computergesteuert ist, ne? Warte mal, wir machen das nochmal aus. Machen das mal hier so. Dann stellen wir es nochmal neu ein, dass das vielleicht nochmal checkt, dass wir es gemacht haben. Achso, klar, wir müssen das Ventil am Tankfahrzeug ja auch noch aufmachen. Ich, Vogel, das habe ich ganz vergessen. Wir haben ja hier auch noch ein Ventil am Tankfahrzeug. Das müssen wir runter machen, sonst funktioniert das ja nicht. Jetzt sehen wir auch, dass hier was passiert. Haha. Bin ich mal echt gespannt, wie er das verteilt. Also 13,7 sollen rein. Oh, ich glaube, das Tanken ist eine Wissenschaft für sich. Ich meine, hier beim A320 wird das wahrscheinlich einfacher werden. Man muss nur wissen, dass das computergesteuert ist. Aber bei der 737, man stellt es ja auch vorher ein. Also zu viel kann man eigentlich gar nicht reintanken, wenn man das richtig eingestellt hat. Es hat uns hier natürlich gar nicht erklärt, wie viel in den linken, rechten Flügel und in die Mitte passen. Das ist natürlich so eine Information, die uns fehlt. Jetzt bin ich mal gespannt. So, jetzt haben wir 10 drinne. Kommt mir das nur so vor oder tankt der hier schneller als bei... Doch, der tankt tatsächlich schneller. Und auf dem Mitteltank wird gar nichts getankt jetzt, oder was? Der bleibt leer? Ah, nee, guck mal. Ach so, der... Ah, okay, jetzt habe ich verstanden. Der will, dass wir hier vorne das komplett einstellen. Auf die 13,7. Ah, ja. Ist ja kein Problem. Machen wir das mal nochmal kurz aus hier, damit wir jetzt, ich glaube, ich habe das Tutorial nämlich jetzt ausgedrickst.
Okay, dann gehen wir nochmal hier oben ran, machen das jetzt nochmal an. Dann lassen wir ihn die restlichen da noch reinpumpen. Aber guck mal, der geht jetzt wirklich nur auf die Flügel. So, das haben wir gemacht. Weiter geht's. Batterie aus. Jawohl. Schließe die Tür des Treibstoffpanels. So, jetzt müssen wir die Treibstoffpumpe noch ausstellen. Ja, wunderbar. Ey, das ist ja gar nicht so schwer, wie ich mir das vorgestellt habe. So, wichtig natürlich erst den Treibstoffschlauch abschließen und dann erst die Erdung. Und dann haben wir das Tutorial erledigt. Dann sind wir in der nächsten Folge mit dem Pushback-Fahrzeug beschäftigt und werden dann vielleicht auch schon in unser erstes Szenario einsteigen. Ja, habe ich doch gemacht. Hallo. Hallo. Ach, die Aufgabe muss ich ja noch bestätigen. Das habe ich ganz vergessen. Dazu müssen wir einmal der Besatzung Bescheid sagen, dass sie jetzt voll getankt. Ah, Mist. Also einmal so. Hier die Betankung. Das muss ich auch noch zumachen hier, ne? So, jetzt machen wir es. So, Tankwagen noch weg. Ich glaube, das spielt jetzt hier keine große Rolle. Dass wir das noch wegfahren. Mission beenden, jawohl. Sehr schön. Ich hoffe, ihr habt Spaß mit mir gehabt hier mit dem Betanken der zwei Flugzeugtypen, die uns hier im Spiel aktuell zur Verfügung stellen. Und seid in der nächsten Folge wieder mit dabei. Dann gehen wir ins Pushback, letztes Tutorial. Und ihr dürft dann auch gespannt sein, mit mir in das erste Szenario gehen zu dürfen. Ich hoffe, ihr abonniert den Kanal. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Indikator für mich ganz wichtig. Ihr dürft natürlich auch Kommentare da lassen, vor allem wenn ich Mist erzählt haben sollte. Ich habe von Flugzeugen nämlich keine Ahnung. Ich bin aus Hamburg, ich habe auch keine Ahnung von den Alpen, ist dasselbe. Und für alle von euch, die Spaß haben hier, die dürfen natürlich auch sehr gerne auf den Discord kommen. Den Link dazu, den habe ich euch wie immer in der Videobeschreibung versteckt. In dem Sinne, eingepflegt ist reingehauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.